Heute möchte ich euch den Arki Carbonator 3 in der Limited Edition in der Farbe Sand vorstellen. Wir hatten den jetzt schon vor einigen Wochen online bestellt und das hat ewig gedauert mit der Lieferung, aber ich bin sehr froh, dass er jetzt da ist und jetzt weihen wir ihn auch direkt ein. Hier gibt es einmal ein Pflegetuch, dann gibt es hier ein dieses Teil. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Abwasserdingens da. Dann Gebrauchsanweisungen. Und dann hier das gute Stück. Genau, man kommt hier einmal so raus mit einer Flasche. Also eine Flasche ist mit dabei. Den Rest muss man extra holen. Genau, das sind PET-freie. BPA, sorry. Das sind keine PET-Flaschen, sondern BPA-freie Flaschen. Das sind zwar Plastikflaschen, aber eben ohne BPA. Wir sehen hier auch, dass man das Wasser bis hierhin füllt, weil ansonsten kommt da ja Gas mit rein. Es ist nicht für den, für die Waschmaschine. Es ist nicht für die Spülmaschine geeignet, sorry. Und ja, man muss da ein bisschen wohl aufpassen auf die Temperaturen. In der Gebrauchsanweisung wird auch geschrieben, dass wenn es zu Rissen kommen sollte, dass man die Flaschen auf keinen Fall mehr benutzen soll, weil ansonsten da einfach ein Risiko ist wegen dem ganzen Druck, der entsteht, dass die Flasche platzt. Deswegen lasst man die jetzt erstmal da. Das heißt, das Gerät an sich ist eigentlich echt leicht. Also das ist nicht schwer. Ich glaube, die Gasflasche wird dann schwer sein. Genau. So, das ist jetzt das Gerät. Hier kann ich das hier drauf machen. Perfekt. Sieht schön aus. Ist echt eine richtig tolle Farbe. Und soweit ich das verstanden habe, kann man hier drauf drücken und dreht die Flasche ein und dann kann man eben Gas beziehen. Genau, also jetzt haben wir ja hier schon dieses Abgussdingens drauf gemacht. Das machen wir jetzt ab. In der Anleitung steht, dass man das Gerät vorsichtig kippen soll, dann auf die Seite drehen soll. Das machen wir hier natürlich in der langen, röhrenartigen Seite. Sieht man dann das Fach für diese Gasflasche. Die haben wir jetzt mal von SodaStream, die gibt es auch schon von anderen Anbietern. Wir lösen das jetzt mal. Okay, das heißt, hier ist ein Ventil drauf und jetzt gab es das in der Anleitung, das stand da also eigentlich ganz gut. Ich muss da mal kurz reinschauen. Ich glaube, ich schaue noch mal kurz, dann seht ihr das auch auf Deutsch. Das heißt, hier wird noch mal kurz erklärt, also Auffangschale, das ist, jetzt habe ich es 100-mal falsch gesagt, der Hebel, die Flaschenhalterung und wir haben es jetzt gekippt, auf dem Schritt sind wir. Genau, wir fügen das jetzt ein und müssen hier jetzt, glaube ich, nochmal drauf achten, dass es eben nicht komplett so reingeht, sondern eben ein bisschen versetzt. Und dann dreht man das nochmal ein. Versuchen wir es. Ab wann dreht man es ein? Okay, das hat nicht funktioniert. Wie funktioniert das? Okay, wir versuchen es noch einmal. Jetzt habe ich es nochmal nachgelesen. Also wir drücken. Hier ist es jetzt, glaube ich, angekommen. Und jetzt, dass hier wir mit dem Uhrzeigersinn und jetzt drehen wir gegen den Uhrzeigersinn. Das
Das heißt einmal. Genau. Also jetzt hat es nach einigen Versuchen geklappt endlich, war dann doch nicht so schwer. Und jetzt versuchen wir es einfach mal. Die Flasche, eine Flasche hatte ich schon gewaschen. Jetzt bin ich richtig gespannt. Hier haben wir Wasser gefiltert und füllen das jetzt mal ein bisschen auf. Ich habe richtig gekleckert. Ich mache jetzt mal bewusst ein bisschen weniger, dass es der erste Versuch ist. So, die Sauerei kurz beseitigen. So. Und dann haben wir nämlich jetzt das Thema mit dem Einschrauben. Und wir können es dann, glaube ich, benutzen, wenn alles funktioniert. Genau, also hier ist das Thema, dass man es nicht direkt reinklicken kann, sondern man müsste kurz drehen. So, jetzt geht es nicht weiter. Das heißt, jetzt habe ich es befestigt und jetzt versuchen wir es mal. Hast du zu wenig? Mhm. Das braucht ein bisschen Übung, aber jetzt haben wir hier sprudeliges Wasser. Machen wir mal ein Glas. Und schauen mal. Sprudelt schön. Und jetzt probieren wir auch mal. Das ist ja interessant. Oh wow. Das schmeckt gut. Ja. Das schmeckt gut. Wow. Mhm. Ja, voll gut. Also, war erfolgreich. Auch wenn die Anfänge ein bisschen schwer waren. Wie gesagt, also das ist jetzt, glaube ich, keine ganze Literflasche. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube eher 0,75 oder ähnliches. Deswegen haben wir da jetzt einmal die Flasche. Und nochmal eine dritte Flasche, weil wir halt auch sehr viel Wasser trinken. Und dann möchte man auch, wenn mal Gäste da sind, natürlich da nochmal schon Wasser vorbereitet haben, wenn man ja auch nicht permanent aufstehen möchte. Und dann haben wir sogar noch das hier gefunden. Also das heißt, wir hatten da mal diese Erst-Soda-Stream. Wie heißt es? Diese Gasflasche sozusagen, die ja dann in einer Art Pfandsystem beziehungsweise eher in einer Art Füllsystem existiert. Und dazu gab es jetzt noch gratis und sogar ein bisschen vergünstigt, glaube ich, eine Flasche von SodaStream. Das ist eine Glasflasche, die ist super. Also ich finde die auch optisch sehr schön. Und die werden wir jetzt als Ersatz sozusagen benutzen, weil natürlich sieht man, dass das hier auch hier nicht reinpasst und man darf auch auf keinen Fall mit der Glasflasche mit diesem Gerät arbeiten. Warum? Weil bei dem SodaStream, da wo diese Flaschen erlaubt sind, gibt es dann eine Metallkapsel, da wo die ja so reinfällt. Vielleicht kennt ihr auch das Modell. Und das ist dann einfach der Schutz, falls das hier platzen sollte, dadurch, dass wir eben hier von Glas sprechen. Das ist jetzt natürlich bei den Arki-Geräten dann nicht so. Also wenn es da dann platzen würde, dann würde das nicht so ein Chaos sein wie mit der SodaStream-Flasche. Und wenn ich das jetzt hier auch richtig sehe, das müssten wir mal abmessen, sind das jetzt hier genau 0,615 Liter bei SodaStream. Und ich schaue hier mal. Das ist schon witzig. Das steht hier nirgends. Naja, aber rein optisch sieht das jetzt auf jeden Fall von Arke auch nochmal etwas größer aus. Also etwas mehr Volumen steht jetzt aber nirgends. Das macht nichts. Genau, also ich finde die Farbe, die passt super in die Küche. Ist sehr schlicht
und macht auch optisch was her. Ich finde, das war eigentlich der Hauptgrund, die Optik, dass man da ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat. Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Es ist auch, wie gesagt, eine Limited Edition. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ihr diese Version in der Farbe Sand nicht finden werdet. Aber auf jeden Fall auch die anderen die anderen Modelle, die haben ja das gleiche System, das wollte ich sagen, aber halt eine andere Farbe. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele und schöne. So, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren. Vielleicht habt ihr ebenfalls Erfahrungen, vielleicht irgendwelche Do's und Don'ts. Können wir dann hier gerne nochmal besprechen. Bis bald! So, jetzt schauen wir auch nochmal, dass ich da noch einen Platz für das Gerät hier finde. Und ich glaube, hier ist es ganz schön, schlicht. Passt auch, die Hand passt auch rein, dann braucht er ja nochmal den Platz. Und dann würde ich da jetzt einfach die ganzen Flaschen, die ich habe, hier daneben stellen. Und dann hat man hier auch direkt das Wasser in der Küche. Und so sieht's aus.